herzlich willkommen bei Hallo und herzlich willkommen an Tag 6 im Dschungelcamp. Heute machen wir mal eine etwas andere Folge. Eigentlich wollten wir heute gar keine Folge machen, aber ich komme gerade nicht umhin, das hier einfach mal gerade zu machen. Ihr habt es im Prinzip im Ende der letzten Folge schon gesehen, was mir gestern schon so durch den Kopf gegangen ist. Und heute ist so ein Tag, der offensichtlich nicht nur für mich irgendwie, sagen wir es mal, beschönigend Überraschungen ausdrückt, bereithält. Ja. Wo einfach wieder alles völlig anders kommt, weil als geplant. Und deswegen höre ich auch an dieser Stelle wirklich jetzt auch offiziell mal wieder auf zu planen. Weil es einfach zu frustrierend ist, wenn man Sachen plant und die dann ganz anders kommen. Und das ist irgendwie gerade auch für mich nochmal eine richtig heftige Herausforderung, mich wirklich fallen zu lassen und in vollem Vertrauen dem Flow zu folgen. Und es ist gerade richtig eine Herausforderung, ich verspreche es euch. Dazu kommt, dass ich heute den ganzen Tag dieses komische Kribbeln im Körper habe, das einfach nicht weggeht. Ich kenne das schon, es geht irgendwann immer wieder weg. Aber es fühlt sich mal wieder völlig an, als würde mein Körper sich regelrecht auflösen. Es fühlt sich an, als würde mein Blut kochen. Das kribbelt von oben bis in die Haare, also von den Zehenspitzen bis in die Haare. Und mir ist auch gerade egal, wie relativ fertig ich aussehe. Es gibt so ungefähr das Bild wieder, wie ich mich auch gerade fühle. Völlig. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch wird nachvollziehen können, was ich gerade sage. So, und es gehört für mich einfach zur Berichterstattung auch dazu, weil es hat für mich definitiv, was ich hier natürlich erlebe, ist definitiv hat das auch für mich natürlich sehr viel mit dem Wald zu tun. Es ist immer diese leise innere Stimme da, die da sagt und mich beruhigt, dass das alles mit Heilung zu tun hat und dass gerade auch Enttäuschungen ja dazu da sind, um Klarheit zu verschaffen. Und letztendlich rundet es sich ab auf verlassen, solltest du dich ausschließlich auf dich selbst. Sonst bist du abhängig von anderen. Ja, das ist sehr wichtig, sehr wichtig. Und das hat gar nicht mal unbedingt mit Trotz zu tun oder so. Ne? Ich kenne diesen Ausspruch, kannst du nur auf dich selber verlassen. Ja, verdammt, ja, weil das ist Eigenständigkeit. Boah, und ich merke, wie gut es mir gerade tut, darüber einfach mal zu reden, dass diese Gedanken in die Matrix zu lassen. Und das Kribbeln hört auf. Krass. Habe ich da gerade das Wichtigste schon gesagt? Ich wollte eigentlich noch was sagen. Und das ist mir gerade völlig entfallen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade noch sagen muss. Jetzt lasse ich mich auch noch kaputt. Ja, weil, da, ja, ne, nächste Ding ist, wenn du nicht alles mit dem nötigen Humor nimmst, Alter, dann bist du so gefickt. Zumindest potenziell. Und dann fühlt es sich überhaupt nicht gut an. Ich bin immer noch sehr dankbar dafür, dass ich gelernt habe, meinem Bauch zu vertrauen.
der mir gerade eben auch gesagt hat, Alter, jetzt mach mal gerade ein Video und halt diese Gedanken, die du gerade hast, einfach mal fest. Boah, was ist denn heute los? Boah, und ich werde das gleich einfach so in die nächste Folge setzen. Weil das halt einfach heute das Dschungelbuch-Tagebuch ist. Dschungelcamp-Tagebuch. Ich bin auch völlig. Merkt ihr, ne? So, ich kann überhaupt nicht mehr. Es ist aber heute. Das ist den ganzen Tag heute so. Ich komme mir total vor, als wäre ich auf Drogen, obwohl ich außer meinem Kaffee heute gar nichts genommen habe. Also, nicht nur heute nicht, sondern, so, ne? Puh. Richtig, richtig krass irgendwie. So, und ich bin einfach gerade. Jetzt bin ich gerade einfach wieder dankbar. Wollte ich einfach mal gesagt haben. So, weil da sich jetzt gestern und vorgestern mit den Drehs teilweise ein kleines bisschen was verschoben hat und wir in der Reihenfolge, in den Folgen ein klein bisschen schummeln mussten. Na, man will ja auch. Versteht das bitte. Das ist Arbeit, was wir hier machen. Ja, wir müssen die Videos machen, wir müssen sie schneiden, dann. Ne, freue ich mich normalerweise in jeder Folge über die sexy Stimme von Ramona, die einliest, was in der Folge so passiert. Auf das müssen wir heute leider auch verzichten. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachtragen, weil wir halt heute einfach mal einen Tag Pause machen. Was ich im Rahmen dessen allerdings wohl noch, ich möchte gerne aus der gestrigen Dschungelprüfung mit den Bäumen, die wir nämlich eigentlich tatsächlich schon am Vortag gemacht haben, aber es irgendwie, sonst wäre die Folge zu lange geworden und es dann letztendlich in der gestrigen Folge gelandet ist. Es sind keine Linden, es sind Buchen. Bitte entschuldige, ich war mir nicht sicher. Ich war mir wirklich nicht, ich bin Schreiner. Ich habe gelernt, die Hölzer zu unterscheiden. Und ich kann dir ganz genau sagen, was Eiche und was Buchenholz ist. Aber hier fehlen mir da teilweise auch noch wieder Sachen. Und Sachen, die ich vor 11 Jahren gelernt habe, die sind sehr viel noch da. Aber diese Kleinigkeiten halt eben zum Beispiel alle nicht mehr. Da lohnt es sich für mich auch nochmal absolut völlig aufzufrischen. Deswegen auch nochmal, Demonstration im Wald, da lernt man seine Umwelt wieder kennen. Also, es ist eine Eiche gewesen und die Lilly und die Linda bleiben jetzt namentlich trotzdem so, obwohl es Buchen sind. Bin ich aufgeklärt worden. Ja, so lernt man in Bauchis Dschungelcamp dann wenigstens noch ein bisschen was. So, ne, und ich mache hier mal kurz einen Cut und dann zeige ich euch, was ich gestern in meiner Dschungelprüfung gemacht habe und es leider nicht aufnehmen konnte, weil Melli gestern nicht da war und das Handy auch nicht da war. Und ich jetzt das hier gerade einfach, weil ich gesehen habe, so schlecht sind meine Videos auch gar nicht, mache ich das gerade auch mal, weil ich dann die Melli jetzt gerade nicht stören brauche. Aber ich zeige euch mal, was ich gestern dann noch in meiner Dschungelprüfung gemacht habe. So, ich habe nämlich hier gestern. Hier lagen gestern noch die Planen und nach den Drehs, vorm Schneiden, habe ich dann ohne Kamera halt eben das da alles noch da drüber geworfen und dicht gemacht. Jetzt ist es tatsächlich regendicht. Wir hatten tatsächlich gestern sogar schon ein bisschen Regen und jetzt können wir da auch im Trockenen und im Regen schlafen. Also, wenn es regnet, im Trockenen schlafen. Voll toll. Dschungelprüfung quasi bestanden. Ich wünsche euch den Frieden. Lasst es euch gut gehen. Genießt euer Leben. Lebt euer Leben. Und wenn ihr möchtet, lasst alle anderen daran teilhaben. Ist im Moment eine gute Zeit dazu. Mua, tschüss. Wir haben noch einen Schiffstag.